Hallo, willkommen, das ist der René Rossen vom Survival Shop bei Ramscott. Schön, dass du dabei bist. Ja, Handkettensäge nach einem Jahr von der Firma Bushster. Link zu dem Produkt findest du unten und hier oben ja, den Link zum Video, wo ich es das erste Mal vorgestellt habe. Das ist ein Jahr her ungefähr. Und ich mag die Vor- und Nachteile im Langzeittest mit dir durchgehen. Also nur ganz kurz. Die habe ich jedes Wochenende bei den Survival-Trainings dabei und ich bin fast jedes Wochenende draußen. Teilweise auch unter der Woche und da kommt die immer zum Einsatz. Und du hast gesehen, die ist für Totholz. Ja, man kann auch frisches Holz damit schneiden, aber eigentlich habe ich sie im Einsatz, wenn wir viel totes Holz auseinanderschneiden müssen, um Scheiteln zu machen, um zum Beispiel da hinten Feuer zu machen, wenn es kalt ist, wenn wir viel Regen haben, wenn wir Feuchtigkeit haben, genau dann. Und das geht mit dem Teil hier extrem effizient. Du hast mir jetzt gerade gesehen, wie ich eine tote Esche, und Esche, das ist ein festes Bandsatz, Holz, wie man sagt in Österreich. Wenn dich das Thema Bäume interessiert, unten den Link zum Baummentor-Programm, schau dir das an. Aber was anderes. Und da ist dieses Teil hier gegenüber einer Handsäge massiv im Vorteil, weil die nicht so schnell einklemmt, weil sie nicht so schnell zwickt. Ja? Weil sie nicht so schnell zwickt. Und das ist der ganz klare Vorteil dabei. Du kannst natürlich nichts anderes damit tun, nur das, was ich da jetzt da gezeigt habe. Aber das macht sie wirklich pipifein. Nachteil? Zwei Nachteile, meiner Meinung nach. Nachteil Nummer 1, das ist keine Ausrüstung, die du nach dem Gebrauch einfach in die Ecke wirfst, ein Jahr nicht anschaust und dann wieder sagst, hey, jetzt sollst du wieder gehen. Das spielst du leider nicht. Diese kleinen Glieder hier, ja, wenn die nass werden, wenn du bei Regen das Ganze machst, und ich habe sie schon einmal, da habe ich sie eine Woche im Rucksack liegen lassen, weil ich nicht dazugekommen bin, den Rucksack auszupacken. Und da ist schon raus drauf gewesen. Ich habe sie dann in WD-40 ja, in WD-40 habe ich sie eingelegt gehabt, kennst du ja auch sicher, WD-40 Pflegeprodukt, und habe das einwirken lassen, dann sind diese Glieder wieder flexibel geworden. Ich glaube aber, ich weiß es nicht, aber ich glaube, wenn ich das ein Jahr liegen hätte lassen im Rucksack oder in einer Ecke oder im Auto oder so, dann wäre es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger gewesen. Nachteil Nummer 1, also sie braucht Pflege. Und Nachteil Nummer 2 ist, und das muss man auch so sagen, die wird halt jetzt schon langsam nach einem Jahr, merke ich. Ich merke jetzt zum Beispiel auch hier, jetzt vorher bei der Esche, die wird schon stumpfer als am Anfang. Wir haben sie schon häufig im Einsatz gehabt, das muss ich sagen, ich und meine Teilnehmer. Aber trotz alledem, die wird stumpf. Und hat irgendjemand da draußen, wenn du jetzt einen vernünftigen Kommentar abgeben kannst, weil du weißt, wie man genau dieses Teil hier nachschärft, dann schreib mir es bitte. Weil ich habe keinen Plan, wie ich das vernünftig, mit einem vernünftigen Aufwand, nämlich auch in einer vernünftigen Zeit, hinkrieg. Ich weiß es wirklich nicht. Vielleicht weißt du es, dann schreib mir es bitte als Kommentar. Denn das ist wirklich ein Problem. Besonders, wenn man jetzt länger draußen ist, irgendwann im Long-Term Survival wird die relativ rasch im Vergleich zu einer anderen Säge vom Einsatz her, ich weiß es ja, ich habe es ja selbst gesehen, den Geist aufgeben. Aber das ist, glaube ich, nicht nur bei der so, sondern grundsätzlich bei allen Handkettensägen. Gut, das waren die Nachteile. Und jetzt noch einmal zum Vorteil. Ich habe es eh schon einmal gesagt. Das ist ein hochspezialisiertes Werkzeug, das ich dann einsetze, wenn ich viel, schnell, effizient Feuerholz machen muss. Nicht will, muss. Winter. Okay, Winter. Wenn ich zum Beispiel, wenn eben in den Nordwoods unterwegs ist, also in Kanada, Schweden oder da oben eben, da ist eine Säge und eine Axt Pflichtprogramm, besonders also im Winter, weil es da kalt wird und du brauchst Unmengen an Holz, das unterschätzen ganz einfach die meisten. Glaub es mir, ja? Wenn du glaubst, du hast genug, das ist eine meiner Survival-Regeln, wenn du glaubst, du hast genug, geh und hol gleich noch einmal so viel. Ja? Weil man hat nicht genug Brennholz, wenn es kalt ist. Und da ist sie ganz einfach top und dafür kann ich sie auch 100% empfehlen, mit den Nachteilen, die ich da jetzt gerade gezeigt habe. Link zu dem Produkt findest du unten, also wenn es dich interessiert, Bushster, dann ja, besorg sie dir auf Amazon, da habe ich sie auch her. Ich werde mir jetzt noch ein Exemplar checken, außer es hat irgendjemand eine Idee, wie man sie vernünftig nachschärft, dann raus mit der Sprache. Ich sage danke fürs Dabeisein, Abo, wenn es das erste Mal hier bist, ein paar andere Videos zum Anschauen, unten der Link zum Produkt, Daumen hoch oder nach unten, wie du willst. Dein René Rossen, bis bald. Ciao.